Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Island Riptide. So, es geht auch direkt weiter hier. Wir sind gerade am Schiff hier angekommen und ja, wir sind bewusstlos gewesen und sind aufgewacht und jetzt müssen wir uns hier durchkämpfen irgendwie und dann schauen wir mal. Ich habe noch eine Waffe, eine Brechstange und ich mache mal die Tür zu, vielleicht bringt es ja was. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Also wir haben schon Blut gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwelche hässlichen Zombies hier rumrennen. Hilf, Polizeiknüppel. Nehmen wir einfach mal mit. Kostet ja nichts, Waffen sind immer gut. Ein Schrank, Klebeband, alles mitnehmen. Wir bauen später die übelsten Waffen zusammen. Ich werde schon sehen, ich werde hier alles kaputt klatschen, was hier rumrennt. Ich bin zwar die Lady, die nicht so viel aushält, aber ich kann wenigstens gut austeilen. Hier haben wir schon mal ein Upgrade. Reparieren, upgraden. Ich würde gerne das Brecheisen. Ich habe aber kein Geld. Ich habe gar nichts. Oh Gott, naja, kann ich leider nicht machen. Wahrscheinlich, weil es Prolog ist. Später kann ich dann updaten. Ich mache auf jeden Fall alles so, was ich brauche und benutze höher. Und später kommen natürlich dann meine Schnittwaffen. Die schöne Machete. Dann bin ich nämlich El Macheto. So, das sind zwei Türen, die den gleichen Weg hier. Dann gehen wir mal die Treppe hoch. Rennen kann man auch. Entschuldigung, das ist Sitzen. Hier ist Rennen. Da ist es drin. Okay. Hier spricht der Captain. Wenn noch jemand am Leben ist, soll er sich zur Brücke zurückziehen. Ja, machen wir. Kein Problem. Schauen wir mal eben. Alter, ich habe mich gerade 3% erschreckt. Oh, was ist jetzt? Hallo? Na klar. Camp, ist da gerade was langgerannt? Alter, das ist echt gruselig hier, Leute. Lass den Quatsch. Komm ich jetzt hier nicht durch, oder? Stelle das Benzin ab. Mache ich. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Stelle das Benzin ab. Wo kann ich denn das Benzin abstellen? Nein, das ist hier hoch. Alter Schwede. Nee, gruselig ist nicht, aber echt geil gemacht. Hier so ein bisschen Action schon. Da. Nee. Wo kann ich Benzin abstellen? Hier. Gott sei Dank, oder? Jetzt wäre das Schiff schon in die Luft geflogen. Suche einen Weg aus dem Maschinenraum. Ja. Komm, beam mich weg hier, Scotty. Beam mich aus dem Maschinenraum. Ne. Aber Medikette ist schon mal cool. Drücke H. Will ich aber nicht, weil ich bin doch fit, Mann. So, hier muss ich wieder raus. Gut, dass der Weg gezeigt wird. Hier können wir schon rennen. Kommen wir hier durch? Nö. Mann, die Geräusche immer, ne? Als wird hier irgendwo gleich ein übelstes Zombie kommen. Okay, ich höre was. Meine alten Freunde wieder, die Zombie-Apokalypse hier. Ah, da kommt er schon. Yeah, ein Zombie, ein Soldatenzombie. Bam, Junge. Kriegst erstmal ordentlich einen Tritt drauf hier. Oh, jo, der Geher, Alter. Hier, kriegst du einen. Doch. Alter, hab ich dir gesagt, dass mich umhauen oder was? Ach, ich hatte keinen Dings mehr. Ah, der hat einen Helm auf, der sagt, deswegen geht der auch so ab wie ein Zäpfchen. Na, oh, tritt ich erstmal zusammen, den Lappen. Lappen, ja, da stand gerade Lappen. Leider war es der Lappen. Ach, halt die Klappe, ey. Linke Maustaste, ah, okay. Ja, aber der. Ah, hallo. Mann, ja, muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich hab's damals auf der Playstation gespielt, da war der Knopf ein bisschen besser. Okay, ich drück mal H, einfach nur damit die glücklich sind. Schön gespritzt hier. Kann ich hier wenigstens wieder den Kopf abschlagen? Ja. Sauber. Sieht auf der Playstation, sah das Blut sogar noch besser aus, muss ich sagen. Ja, vielleicht wird es ja noch, wenn wir draußen sind wieder. Ich habe die höchste Auflösung alles eingestellt von der Grafik her. Das ist ein Fetter, oder? Naja. Von hinten kriegen wir mehr Schaden, habe ich gehört. So, hast du was dabei? Nö. Krass, da kommen schon wieder Zombies, ey. Leco mio. Naja, ich, wie gesagt, ich bin nicht auf Brechstange aus. Ist halt einfach nicht mein Ding. Ich bin halt mehr so mit Klingen. Und deswegen werde ich dann später natürlich auch mehr Schaden machen, wenn ich dann die besseren Waffen bekomme. Habe ich gesagt, du sollst aufstehen? Habe ich das gesagt? Nein, also bleib liegen. Aber die haben Geld dabei. Kommt noch so ein cleverer. Komm her. Bam, Junge. Bam. Wir werden auf jeden Fall jede Menge töten. Ich hoffe, du bist schon tot. Kraftloser Polizeiknüppel nehmen wir auch mit. Ein Feuerzeug und eine Kiste. Hinfälliger Polizeiknüppel. Wir haben immer nur Polizeiknüppel hier. Mann, ich will mal jetzt was Scharfes haben. Was haben wir hier? Schwacher Stab. Macht aber auch mehr Schaden. Naja, nehmen wir mal mit. Ich brauche Waffen ohne Ende.
So, da haben wir auch noch was. Nee, hier sind nur Polizeiknüppel. Aber du, ich werde dich töten. Also man kann die Zombies jetzt öfters von hinten töten. Cannabo. Nee, brauche ich auch nicht. Ist mir egal. Ist Blödsinn. Ja, Medikets nehmen wir alles mit. Eigenbaumesser, yeah. Jetzt bin ich schon mal ein bisschen glücklicher. Jetzt gehe ich mal auf I. Inventar, jetzt können wir uns hier nämlich die Waffen reinziehen. Und da ist das Eigenbaumesser. Das hätte ich ganz gerne. Was ist denn da los? Kann ich das nicht rüberziehen? Ach, das hatte ich gerade jetzt in der Hand, oder? Genau, das nehmen wir mit, das und das Eigenbaumesser. Brechstange, Brechstange. Ne, es geht so nicht. Kann ich das nicht hier raus? Ah, so, und jetzt brauche ich einfach ein Eigenbaumesser. Ah, jetzt habe ich es drin. Ah, okay. Ja, erstmal wieder gucken, bis man hier klarkommt mit dem ganzen Zeug hier. Sammelbaupläne, Flexlieber, Schlauch, verschiedenes. Waffen. Waffen ist immer gut. Ach so, das ist so ein kleines Teil, ne? Hm. Da bleibe ich jetzt erstmal bei der Brechstange. Naja, das Hackmesser war, das Eigenbau-Hackmesser war so richtig fett und cool. Für die Polizeiknüppel hier ohne Ende. Hier oben kommt man hoch, da ist sogar noch einer. Aber da war noch eine Tür. Mann, hier gibt es wieder 10.000 Wege. Und ich würde halt gerne nichts hier vergessen. Aber ich glaube, das war einfach nur der Weg hier rein. Da konnte man zwei Wege aussuchen. Okay. Dann gehen wir mal da hoch und schauen uns mal an, was der Mistvieh so uns zu bieten hat. Dicker, fetter, fetter, kleiner Soldatenzombie. Kopf ist ab. Fühle ich mich wohl. So, da läuft das Blut raus. Ah doch, es glänzt immer noch. Da ist auf jeden Fall wieder brutal, so wie immer. Oh, krieg direkt einen Kick hier. Noch ein, hallo. Oh, es wackelt wie Sau. Verdammt, wir haben gerade mal Felsen getroffen. Über der Titanic hier, ne? Bam. Aber ich bin zufrieden mit meiner Brechstange hier. Gibt dir noch einen Kick. Und hier, bam, Junge. Was ist denn los? Hm? Ist gleich vorbei mit dir. Ich meine, die Uniform ist schön, die werde ich auch gerne. Die sieht echt cool aus, so blau. Diese Marine-Tarn hier. Aber naja. Hackmesser! Yes, 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 Leute. Ihr wisst genau, was ich damit sagen will. Dass das Spiel jetzt beginnt für mich. Nein, ich will dieses Hackmesser da haben. Ich verstehe das nicht. Dass das nicht immer dann sofort da reinkommt, wenn ich das doch haben will. Da will ich es hin tun. Ah, okay. Yeah, schaut es euch an. Hack, hack. Jetzt kann ich endlich wieder schnibbeln hier. Energy Drink. Achso, die braucht man nur, wenn man kaputt war. So war es gewesen. Ich weiß nicht, ich teste mal, ob er lebt. Nein, aber er hat Geld dabei. Jede Menge Energy Drinks. Ah ja, alles klar. Komm her, Soldat. Ist gleich vorbei mit dir. Ah, ah, linke Maustaste. Sorry. Ah, ich muss mich erstmal noch genau wissen, wann ich da mich drücke. Ach so, jetzt habe ich es. Links und dann rechts. Alles klar. Mein Gott, du nervst mich, ey. Jetzt komm da runter. Wow. Schnipp und schnapp. So, Kopf ist ab. Oder noch nicht. Aber der Arm ist ab hier. Und das Bein. Hier kann ich wieder alles abschnibbeln. So. Okay, also links und dann rechts. Alles klar, das wird mir jetzt erstmal nicht mehr passieren, dass die mich da töten werden. Aber ich hatte das ging so schnell, dass ich das gar nicht lesen konnte. Gut, wir sind geheilt. Da kommt noch so ein Clown. Hallo! Der fällt hier oben von dem Stuhl. Ja, das ist schon gefährlich, ein Stuhl. So, Arm ab. In Zeitlupe natürlich. Aber er lebt immer noch. Also nochmal hier. Zack, Kopf auch noch ab hier. Schnitt, schnipp, schnapp. Was mit dir? Der liegt da auch ganz cool, entspannt. Ja, das Problem ist, die Mistviecher, die können natürlich auch übelst hier von hinten kommen und so. Und man weiß es halt dann so schlecht. Und mein Messer ist ziemlich benutzt gerade. Naja, komm, der ist sofort tot, oder? Ein Schnitt. Ich bin der Schnitter, Mann. So. Die Frau ist einfach cool mit den Schnittwaffen. Schwere Schraubenschlüssel, auch nicht schlecht. Könnte ich den mal ordentlich, das wäre wieder was für Big Sam hier. Ordentlich mal mit dem Schraubenschlüssel einen drüber zimmern hier. Was mit dir hier? Habe ich gesagt, du sollst hier ausruhen oder was? Yeah, erstmal voll auf den Kopf getreten und direkt tot. Ja, so gefällt mir das.
zermatscht ist der Kopf. Zermatscht. So. Okay, was sagt das Ziel? Da lang. Achso, wir müssen hier raus. Entschuldigung. Gehen wir mal hier raus. Alles tot, alles tot. Hier geht's raus. Hauptsache, ich habe mein Messer in der Hand. Oh. Ich habe ja auch ein bisschen geskillt, dass die Waffen nicht so schnell kaputt gehen. Und ja, das mache ich natürlich auch. Das ist natürlich sehr scheiße hier, zwei Rände. Aber ist nicht schlimm, weil ich werde sie einfach zerschnibbeln. Was hat die dabei? Eigenbaumesser, ne? Das ist auch so doof. Ah, da kommt er wieder. Komm her! Hab gesagt, du sollst sterben, Mann. Naja, die Renner, Infizierte. So fing das dann überall an. So, was ist mit dir? Ein normales Zombie oder wieder so ein Renner? Ja, ja, komm mal die Klappe hier. Bam, kriegst einen Schlag hier und nochmal hier. Ach, ich hätte auch Kopf zertreten können. Mit dem Wasser sieht man so schlecht. Ah, ein Zimmer. Ich werde natürlich alles durchsuchen. Fleisch gibt's jetzt schon. Sauber. Gab's vorher nicht Fleisch. Kann ich mich, glaube ich, nicht dran erinnern. Einfach mal so ein geiles Stück Fleisch dabei. Habe ich nichts gegen. So. Ja, er ist genau in meinen Schlag reingerannt. Und da ist der Kopf ab. Zack. Die ist voll gut mit dem Kolben, mit dem Messer. Ja. Du weißt, direkt hier Kopf ab. So, was habe ich denn an Geld? 128 schon. Können wir nachher das Eigenbaumesser reparieren natürlich und dann updaten. Dann ist das natürlich noch ein bisschen besser. So, jetzt gehen wir erstmal hier alles durchsuchen. Computer, ne? Schatzjäger, sauber. Ihr wisst ja, Computer spielt durch gern. Und deswegen klatsche ich den erstmal weg. So, rein drauf. Ja, sei lieb. Und gib mir dein Draht, was du dabei hast. Wer rennt denn mit Draht in den Taschen rum? Ja, gibt halt Menschen, die tun sowas. So, was haben wir hier? Mein Schraubenschlüssel. Nee, kein Bock, Klempner zu spielen hier. Ja, das Schiff sinkt und ich bin mitten dabei. Das ist natürlich herrlich. Eine Kiste. Ah, jetzt habe ich irgendwas gestanden mit Pro genommen. Aha. Drücke H will ich auch. Okay, oh Gott, nein. Ey, du hast einen Helm, ist unfair. Schnitt, Schnitt, Arm ab, einmal die Fresse treten hier. Der säuft da wieder, oder? Ey, was ist das? Wie ist ein Stachel da? Wer findet, darf behalten. Ja, will ich hoffen. Ah, das ist so ein fetter Big Boss. Das ist ein Medicat. Ich will den töten. Ich will hier eigentlich ungern was überlassen. Normalerweise sind die mehr trunken im ersten Teil. Das war voll lustig. Obwohl ein Zombie doch gar nicht ertränken kann, weil es ist schon tot. Aber es geht. So, dich werde ich auch unterschnibbeln. Von hinten mache ich mehr Schaden. Habe ich gehört. Tritt. Wandelnde Toten habe ich auch geklatscht. Ja, jetzt hier natürlich alles. Ich lasse keinen Zombie leben, weil ihr wisst, ich will die Katastrophe verhindern, indem ich alle töte. Der treibt und schwimmt. Eieiei, ich hänge fest. Na, geh schon. Okay, wo muss ich jetzt lang? Ziel sagt hier die Tür. Ich wollte mal gucken, ob hier noch was ist. Ah, Schraubenschlüssel. So, wo bin ich jetzt? Eieiei, hallo. Ach, komm, zieh die Hände mal. Oi, da kommt gleich der andere auch noch angerannt. So, hier, stirb langsam. Da schwimmen sie. Ah, da lebt immer noch einer. Was ist denn hier los? Ich raste hier voll aus mit meinem Messer hier. So, komm hier. Vielleicht bin ich dann mal wieder Level up. Dann kann ich mal wieder was Neues lernen hier. Ich mach mal zu. Ich habe nur die Angst, dass noch mehr Wasser reinkommt. So, dann gehen wir mal schnell hier durch. Mein Messer ist auch nicht mehr das Beste. Haben wir hier noch was versteckt? Ich will natürlich alles mitnehmen. Das ist immer noch Prolog. Bedeutet dann auf jeden Fall, dass man später sehr viel durchsuchen werden. Und natürlich uns die Geheimnisse und versteckte Orte und so. Ich bin, das liebe sowas bei den Spielen. Ja, ja, du kannst uns nicht schlagen, da habe ich kein Problem mit. Später baue ich mir dann die übelste Elektromachete. Und ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, im Wasser die zu benutzen. Aber wir werden es einfach mal probieren. Oh, mein Lebensenergie ist alle mehr die beste. Vielleicht sollte ich einfach mal was saufen. Ach, guck mal, wir haben so viel hier. Eine Pistole! Das ist natürlich, für die, wo man immer mal gespielt hat, eine ganz geile Sache eigentlich. Weil es war früher wirklich so, dass man erst ganz spät eine Pistole bekommen hat. Hätte man natürlich auch mit der Pistolen-Lady spielen können jetzt, ne? Okay, schwere kurze Schrotflinte. Mein Gott, hier gibt es ja alles an Waffen, ne? Krass, könnte ich direkt hier mich durchballern hier, sinnlos, aber ich will auf jeden Fall erstmal noch. Nehmen wir nochmal die Brechstange so lang.
Mann, das Spiel wird, gefällt mir so gut. Jetzt, ich muss noch mal ganz kurz auf Steuerung gucken, liebe Leute. Option, und zwar bei ist gar nicht hier drin oder was? Ich würde nämlich ganz gerne wissen, welche Taste ich meine Raserei anmache. Steht das bei Fähigkeiten? Fähigkeiten ansehen. Blutrausch, wenn die voll. Halt die Y gedrückt, um Raserei zu nutzen. Alles klar. Also Y gedrückt halten. Und dann werde ich den Raserei-Modus anmachen. Und dann rastet mein Vieh voll aus hier. Ist wichtig, weil das wusste ich jetzt nicht genau, wo ich da drücken muss. Okay, 3 Zombies. Und ich werde natürlich alle töten, weil ihr wisst ja, ich will ja versuchen, dass die aus. Dass ich die ausrotten kann. Und ihr seht schon, die wehren sich ganz schön. Ey, hau ab. Hab ich jetzt wieder keine Power oder was? Komm, jetzt gib dem Scheiß wie ein F. Ja, ja, shit. Noch so eins und noch so eins. Gut, nehmen wir alles mit. Danke, F. Küchenmesser, ne, ist auch so schlappig. Oh, mein Küchenmesser. Ist mir zu schlappig. Was ist jetzt hier? Ah, hier lang, okay. Hier sind sehr viele Missionen, wo man lang kann. Oh, da kommt einer angerannt. Den gebe ich direkt eine hier. Bam, Junge, ist gleich vorbei. So, erstmal F hier auf den Kopf treten. E. Was denn jetzt? E, F. Drücke ich F, sagt er E. Drücke ich E, sagt er F. Sehr geil gemacht. So, ich renne auch mal hier wie ein Irrer durch. Ah, geheime volle Ecke. Okay, ich muss hier runter, oder? Aber was soll mir denn passieren? Ich habe nur eine Schrotflinte dabei. Guck mal hier. Bam, Junge. Knüppel habe ich. Oh, da kommt er. Ja. Ihr seid kleine böse Zombies, ich weiß. Ihr habt nichts anderes vor, als mich zu fressen. Nicht mit mir. Die Infizierten, die sind am coolsten. Die machen voll Lärm und kommen an und können aber im Endeffekt gar nichts. Die halten nichts aus. Die sind halt nur schnell. Finde ich cool, dass langsame Schnelle dabei sind. Und dass die Schnellen wenigstens auch schnell tot sind und nicht erst noch hier übermächtig sind. Mal schauen, ob die neue Zombies eingebaut haben. Ah, hier ist jede Menge Munition, wie geil. Ah, oh, den habe ich jetzt nicht gesehen. Der hat mir eine gegeben. Aua. Penner, der. Hallo, ey, reiß doch mal zusammen hier, ey. Die werden ja voll aggro, ey. Komm hier einfach an und geben mir einen. Ich habe jetzt einfach mal Bock, die Schrotflinte auszuprobieren. Yeah! Bam, ey. Voll in den Schädel rein. Bam, und auf den Kopf drauf treten, genau. Dir gebe ich auch nochmal eine hier. Brauchst gar nicht aufstehen, du bist tot. Bam! Immer mit denen in die Fresse rein. Geiler Erfolg, gefällt mir. Gut, ich habe da eh genug Munition, dann kann ich mich ja auch hier voll ausbeuten lassen hier, komm. Mich gerade voll Bock drauf, alles aufzusammeln. Gut. Ja, war sehr nett. Jetzt muss ich nochmal H drücken. 4-mal Heilung noch. Ja, die ist halt sehr schnell tot. Mit ihrem Blöden. Weil die nicht so viel aushält. Na, muss ich ein bisschen aufpassen. Muss die mich nicht schlagen. Hallo, ich habe doch E gedrückt, Mann. Das hat, ey, die Glimm. Hatte ich mir einmal geschlagen und gleich 4 Balken weg. Also, okay, er kam von hinten. Ah, da ist doch Heilung, oder? Mann. Mistviecher, ey. So, da kann ich was nehmen. Ja. Ich habe keinen Bock, schon wieder Heilung zu benutzen. Ey. Mann. Ich muss mir unbedingt später was überlegen, dass ich irgendwie Rüstung mehr hochmache oder so. Dass die von einem Schlag so viel Lebensenergie verliert. Bei Sam ist es besser. Da kannst du die ganze Zeit wie so ein Irrer drauf prügeln. Ey. Der verliert kaum was. Okay, jetzt muss ich mal eben gucken, wo ich hier durchkomme. Ach, hier drunter. Okay. Ah, ich liebe das. Ich liebe es. So hammergeil. Sauber, was haben wir hier? Toter Zombie ertrampelt hier. Ah, das muss der hoch, oder? Ja, super, Leute. Ich würde sagen, guck mal, wir haben schon wieder gleich 20 Minuten voll. Dann würde ich sagen, machen wir hier Cut und sehen uns im nächsten Part, wie wir dann hier uns drüber prügeln über das Teil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.